Herzlich willkommen, liebe Studierende, zur heutigen Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik. Heute mit der zweiten Sitzung zum Thema Medienlinguistik. Nachdem wir uns beim letzten Mal vor allem mit den klassischen Massenmedien beschäftigt haben, soll es heute um digitale und vor allem auch um soziale Medien gehen. Das haben wir heute vor. Ich möchte zunächst überleiten eben zum Thema digitale und soziale Medien. Dann wollen wir uns die Frage stellen, ob es eigentlich so etwas wie eine Internetsprache gibt. Ich möchte Ihnen ein Konzept vorstellen, das es erlaubt, so etwas wie die internettypische mündliche Schriftlichkeit genauer zu beschreiben. Dann wird es um das Begriffspaar Affordances und Constraints gehen. Wir wollen uns dann mediale Prägungen von Sprache und Interaktion anschauen, zum Beispiel anhand der Wikipedia. Und schließlich, Sie sehen, soll es auch noch um Emojis gehen. Die Lernziele: Sie können zunächst mal wichtige Textmerkmale von Online-Medien benennen und erläutern. Damit meine ich sowas wie Spiegel Online. Sie können dann den Begriff der konzeptionellen Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit erläutern. Genauso auch die Konzepte der Affordances und der Constraints. Und in Anknüpfung an die Arbeiten von Angelika Storrer müssen Sie aufzeigen können, was Merkmale interaktionsorientierten Schreibens sind. Das ist gerade auch didaktisch ein sehr relevantes Konzept. Wir hatten uns in der letzten Sitzung mit den klassischen Massenmedien beschäftigt, mit Fernsehen, aber denken wir auch an sowas wie Zeitungen, Radio und so weiter, aber wir leben ja im 21. Jahrhundert und natürlich konsumieren wir massenmediale Angebote inzwischen auch und vielleicht sogar vor allem über das Internet. Also wir nutzen massenmediale Webangebote wie zum Beispiel Spiegel Online und bei Internetseiten, auf denen also massenmediale Kommunikate platziert sind, ist es prinzipiell so, dass alles computergestützt und mithin in binärer Form repräsentiert ist. Sie wissen das, dass Computer letztlich nur mit Nullen und Einsen agieren. Das heißt, mediale Formate wie Texte, Bilder, Videos, Audiospuren und so weiter, die früher mehr getrennt voneinander funktioniert haben, sind ineinander wechselseitig übersetzbar, eben vermittels des binären Codes und werden deswegen auch in Webseiten typischerweise vielfach kombiniert. Wir haben also eine inhärente Multimedialität oder wir könnten auch sagen eine inhärente Intermedialität in digitalen Medien. Schauen wir uns das Ganze gleich mal in einem Beispiel an. Ich habe hier einfach mal Spiegel Online aufgerufen. Und wenn man dann ein bisschen runterscrollt, dann sieht man hier so, wie das halt so aufgebaut ist. Das kennen Sie alle. Wir sehen hier die einzelnen Artikel. Wir sehen aber eben auch, dass hier schon Videos eingebettet sind, die wir auf dieser Internetseite direkt abspielen können. Wir finden dann hier auch Grafiken, also nicht nur Texte, sondern auch Grafiken, die algorithmisch generiert sind. Hier sind also Daten im Hintergrund und kleine Programme, Algorithmen, die dann sagen, die festlegen, wie diese Daten, diese Zahlenreihen in Visualisierungen übersetzt werden sollen. Und das Ganze ist auch interaktiv, ne? Also wir können uns hier als Nutzerinnen und Nutzer hier zwischen den einzelnen Reitern bewegen und können so also selbst mitbestimmen, was, wie, in welcher Kombination uns auf dieser Internetseite angezeigt wird. Auch hier finden wir was Interessantes. Schauen Sie mal hier, meistgelesene Artikel. Natürlich gab es auch schon bei klassischen Massenmedien die Möglichkeit zu erheben, was eigentlich die besonders beliebten Artikel waren. Aber da musste man Umfragen machen oder andere Rezeptionsstudien. Das war relativ kompliziert. Inzwischen ist es sehr einfach geworden, denn Klickverhalten lässt sich sehr einfach messen. Und das Ganze hat auch direkt wiederum Einfluss auf das, was dann in den Internetseiten präsentiert wird. Wir haben also nicht nur die Publikation und dann davon abgelöst die Rezeption, sondern Ihre Rezeptionspraktiken nehmen selbst unmittelbar Einfluss darauf, wie die Texte und die Kombinationen von Texten auf diesen Internetseiten gestaltet werden. Eine Form von Interaktivität also,
die nochmals deutlicher wird in den Kommentarbereichen natürlich. Es gab natürlich auch früher sowas wie Leserbriefe, Briefe an die Redaktion oder ähnliches, aber das war zeitlich gewissermaßen zerdehnt. Also da vergingen dann ein paar Tage, ehe man dann die Leserbriefe nachlesen kann. Und jetzt ist es quasi in Echtzeit. Schauen Sie mal hier, ich habe das aufgerufen, habe hier drauf geklickt und nur zwischen Aufrufen und Screenshot machen war schon ein neuer Kommentar reingeflattert, den man hier dann hätte sich anzeigen lassen können. Man kann dann auch auf andere Kommentare direkt antworten, man kann Likes vergeben, kann das bewerten. Also eine Form von Interaktion wird hier möglich in diesem massenmedialen Setting. Ja, das heißt, Konsumentinnen und Konsumenten sind nicht mehr nur rein passiv rezipierend, sondern nehmen selbst aktiv teil an der Textproduktion, weswegen man in der Forschung auch manchmal von Prosumern spricht, also Producer und Consumer oder auch Producer, Produzent und User zugleich. Ja, und wenn wir uns jetzt mal vergegenwärtigen, was also diese Texte auszeichnet in Online-Medien wie Spiegel Online im Vergleich zu den klassischen Zeitungen, wie wir sie kennen, die auf Papier gedruckt sind, finden wir so ein paar Textmerkmale. Welche da sind? Sie sind multimodal, also verschiedene Kommunikationsmodi werden kombiniert. Text, Bild, Audio, Video und verschiedenste Kombinationen. Es ist ja inzwischen so, das wissen die Redaktionen, dass auch Videos häufig in der Bahn geschaut werden, ohne Kopfhörer, auf dem Handy. Und dementsprechend sind sehr häufig schon die Untertitel im Video integriert. Ja, also ganz interessante Bewegtbild- und Textkombination. Texte sind non-linear. Wenn wir uns also die gesamte Internetseite Spiegel Online anschauen, dann ist nicht mehr festgelegt, in welcher Reihenfolge wir das eigentlich lesen. Wir blättern das nicht von vorne bis hinten durch, sondern dadurch, dass die Texte verlinkt sind und es verschiedene Module sind, haben wir eine offene Rezeptionsreihenfolge, immer Nonlinearität. Texte sind interaktiv, da gibt es zwei verschiedene Verständnisse von Interaktivität, einmal im informatisch-informationswissenschaftlichen Sinne, einfach, dass die Texte auf Klicks und so weiter reagieren, Mouse-Over-Effekte und ähnliches, aber auch in einem anspruchsvolleren Sinne, der eher Richtung Gesprächsanalyse zielt, haben wir eben sowas wie Kommentarfunktionen, Reply-Funktionen, wo sich ganze Dialoge entspinnen können. Und auch das ist eine Form von Interaktivität, die diese Texte und Textkonglomerate auszeichnet. Und Texte sind hypertextuell vernetzt. Mit Links können wir uns zwischen einzelnen Artikeln hin und her klicken, aber es können auch externe Textressourcen verlinkt werden. Es gibt auch Möglichkeiten, YouTube-Videos, Tweets einzubetten und ähnliches. All das macht die Texte sozusagen vielgestaltiger und hybrider, uns nicht mehr diese reinen redaktionell bearbeiteten Texte, die einmal so platziert werden, dann eben publiziert sind. Und das führt uns zum letzten Merkmal. Texte sind fluid. Das heißt, die Inhalte können laufend verändert werden, und zwar von einer Vielzahl von Akteurinnen. Natürlich wurden auch schon massenmediale Texte manchmal von Autorinnen-Teams verfasst, aber wenn sie dann mal publiziert waren, dann waren sie eben publiziert. Dann ist die Zeitung gedruckt und dann ist es halt so. Und das kennen wir alle bei Eilmeldungen und Ähnlichem, dass sich Artikel auf Spiegel Online häufig ändern, laufend ergänzt werden, Dinge nachgetragen werden, nachträglich Links ergänzt werden, und diese Fluidität ist auch ganz typisch. Ja, also das sind Merkmale von massenmedialen Texten im Internet, und gerade die Kommentarbereiche führen uns jetzt aber zu einem Bereich, den man das Web 2.0 nennt. Das Internet ist ja, wenn wir es mal ganz simpel fassen, zunächst mal nur ein Verbund von Rechnern, die miteinander vernetzt sind, ist also eigentlich eine technische Plattform. Und im Internet können verschiedenste Dinge platziert werden. Es kann einfach eine Art schwarzes Brett sein, ein Aushängeschild. Übers Internet können auch bestimmte Computerprogramme sich miteinander vernetzen, um ressourcensparende Dinge zu erledigen. Ja, das
Geht alles im Internet, aber natürlich können wir auch das Internet nutzen als Kommunikationsplattform. Es ist dann die Grundlage für einen virtuellen Kommunikationsraum, in dem die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur rezipieren, sondern wo sie auch aktiv mitwirken, und das nennt man das Web 2.0. Marx, weitere haben das Ganze auch als Mitmach-Web bezeichnet. Also da eben, wo wir als Producer aktiv werden. Und dieses Web 2.0 als der Oberbegriff, da gibt es dann nochmal bestimmte Applikationen, bestimmte Plattformen, die auf diesem Web 2.0 aufsitzen, die wir dann als Social Media bezeichnen können, wenn sie die folgenden Merkmale erfüllen. Und typische Social Media Plattformen sind eben sowas wie Twitter, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Sie ermöglichen es uns, soziale Kontakte herzustellen, aufrecht zu erhalten. Sie ermöglichen es uns, User-Generated Content zu produzieren und zu konsumieren. Und das wird uns sehr einfach gemacht, wenn wir uns dort anmelden. Gibt es entsprechende Felder und Hilfsmittel, wie wir eben selber sehr niedrigschwellig Inhalte platzieren können. Da müssen wir nicht HTML programmieren können, sondern das ist eben sehr einfach geworden. Ja? Und das Ganze machen wir aber im Rahmen von Nutzerinnenprofilen. Das ist der letzte wichtige Punkt. Wir können uns auf Social Media anmelden und legen Accounts an, auf Instagram, auf TikTok und so weiter, und können dort mit Klarnamen, aber auch mit Pseudonymen, mit Profilbildern, die unsere echten Bilder sein können, aber nicht müssen. Und wir bewegen uns in Form von solchen Nutzerinnenprofilen in Social Media. Ja, und die Kommunikation, die sich dort beobachten lässt, die wird, zieht also ab auf Vernetzung, ja, und ist getragen von dem, was Max Weidacher den Impetus des Teilens genannt haben. Dafür gibt es natürlich bestimmte Algorithmen, die das unterstützen, und wir kennen alle solche Funktionen wie auf Twitter oder auf Facebook insbesondere, wo wir Inhalte teilen können, retweeten. Es ist sehr einfach, fremde Inhalte einzubetten und zu vernetzen, zu verlinken und so weiter. Aber denken wir auch an solche medialen Formate wie Memes, die ja auch nur dadurch so funktionieren, wie sie funktionieren, dass sehr viele mitmachen, dass man so einen geteilten Schatz an ein Bildmaterial hat, auf den Menschen zugreifen und sie dann immer wieder mit neuen Schriftzügen versehen einspeisen in diesen Meme-Diskurs. Und diese Formate sind darauf angelegt, dass man sie mit anderen teilt und dass man sich gemeinschaftlich also an diesem Diskurs beteiligt. Ja? Und das macht also Kommunikation im Social Web im Besonderen aus. Und natürlich gibt es da auch sprachlich dementsprechend viel zu beobachten. Aber gucken wir doch jetzt mal ein bisschen rein. Und ich habe Ihnen mal hier zwei Beispiele mitgebracht, um zu zeigen, wie groß die Bandbreite ist, was man nun machen kann in Social Media. Das hier ist aus der Timeline von Jens Spahn, unserem Gesundheitsminister aktuell. Der retweetet hier einen Tweet vom Paul-Ehrlich-Institut. Und Sie sehen, das ist letztlich eine Anzeige, könnte man sagen. Werbeanzeige ist vielleicht falsch gesagt, weil es zumindest keine Produktwerbung, aber es ist doch sowas PR-mäßiges. Und Jens Spahn nutzt also die Möglichkeit, die wir auf Twitter haben, auf den Retweet-Button zu drücken, und dann wird es in seine eigene Timeline eingebunden. Er kann es mit seinen Followerinnen und Followern teilen. Ansonsten ist das, was wir hier finden, der klassische Sprachgebrauch in der Anzeigenwerbung, ja, wie es an sich überhaupt nichts Neues ist. Es gibt ein paar neue Dinge, die typisch für Twitter sind. Wir haben Hashtags, wir haben auch hier den Link. Und wir haben sogar hier ein Emoji, aber sehr, sehr spärlich. Und ansonsten finden wir eigentlich hier nichts, was in irgendeiner Form besonders wäre für Social Media. Ganz anders hier. Ich bin großer DagiB-Fan, falls Sie das noch nicht wissen. Und DagiB hat hier mal so eine Frage-Antwort-Session gehabt auf Twitter. Konnte man ihr Fragen schicken und sie hat die dann beantwortet. Und sie verabschiedet sich am Ende dieser Session mit Thank you, Babies, für eure 10 kritischen Fragen. Emoji, bin jetzt vorbildlich und gehe pennen. Bye. Und hier finden wir jetzt schon eher Dinge,
von denen wir sagen würden, die sind typisch. Ja, also dieser Sprachwechsel von Deutsch ins Englische, dann auch hier diese vier E's, die sowas wie ein in die Länge gezogenes bei in der Schrift umsetzen. Wir finden hier schon einen kreativeren Emoji-Einsatz. Ja, und die in den Replies wird das gespiegelt. Auch hier finden wir Good Night, Schlaf gut, einen ganz ähnlichen Sprachwechsel wie hier. Wir finden auch hier Emojis. Und hier ist auch tatsächlich sowas wie in der Interaktionssequenzen. Ja, also das heißt, sie verabschiedet sich und der Verabschiedung wird gespiegelt. Also wir können das hier als so eine Art Adjacency Pair beschreiben in den Termini der Gesprächsanalyse. Und solche dialogischen Formen finden wir auch auf Twitter. Und vielleicht ist das, was eigentlich viel typischer ist für Sprache als Twitter, aber eben die Bandbreite ist im Prinzip groß. Gehen wir nochmal zu einer anderen Plattform, YouTube, ebenfalls ein Video von, also auch DagiB. Auch hier finden wir wieder solche Dinge wie Emojis, diese drei O's wieder. Hier sehen wir die Möglichkeit, dass man auf Replies nochmals antworten kann. Das wird dann eingerückt. Und wir finden dann auch hier die Möglichkeit, auch zu disliken. Darauf kommen wir später noch zurück. Ja, auch hier können wir solche Hashtags setzen, die dann teilweise sehr kreativ sind und vielleicht auch nur ein einziges Mal verwendet werden. Ja, aber das ermöglichen uns diese Plattformen und dementsprechend äußern sich dann auch die Menschen auf diesen Plattformen. Versuchen wir es jetzt mal ein bisschen zu abstrahieren von diesen Beobachtungen. Wir finden also, im Internet wird Sprache auf eine bestimmte Art und Weise gebraucht und gibt es jetzt eigentlich sowas wie eine Internetsprache? Ja, wir können sagen, es gibt sowas wie eine Wissenschaftssprache, eine Gerichtssprache, eine Werbesprache und gibt es sowas wie eine Internetsprache. Wenn ich Ihnen diese vier Beispiele hier zeige, dann würden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, dass das, wenn ich Sie frage, wo kommt es her, wo habe ich diese Äußerungen aufgegabelt, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, aus Social Media. Und das fällt uns auf, hier auch wieder diese Oh, voll, cool, sweet, sowas wie Nacht hier. Groß- und Kleinschreibung im Wechsel, wie wir es auch schon bei Tokyo Hotel gesehen hatten. Wir finden Hashtags, solche Abkürzungen wie Gumo für guten Morgen und ähnliches. Ich muss aber dazu sagen, woher ich diese Texte habe. Das sind nämlich keine authentischen Texte, sondern ich habe Studierende gebeten in einer Lehrveranstaltung zum Thema Social Media, schreiben Sie doch mal Sätze auf, die Ihrer Meinung nach typisch und vielleicht auch ein bisschen überspitzt typisch sind für Social Media. Und allein die Tatsache, dass die Studierenden damit keine Mühe hatten, zeigt, dass sie sozusagen in ihrem Kopf ein Konzept hatten von internettypischem Sprachgebrauch. Sie hatten also eine entsprechende Sprachideologie, können wir ergänzen, in Anknüpfung an die Soziolinguistik, zumal hier auch bestimmte Akteurstypen aufgerufen werden. Ja, das ist, sind junge Menschen, die hier sprechen mit ihren Aktivitäten wie Chillaxen mit den Friends. Wir finden hier auch so genderstereotypische Zuschreibungen mit Sweet und Instagirl und so, mit Girls Just Wanna Have Fun, also eine bestimmte Weiblichkeit oder so Girlitum wird hier stereotypisch gezeichnet durch bestimmte Äußerungsweisen. Ja, also wir können daraus schließen, wir haben so ein Konzept von Internetsprache und wer diese Internetsprache denn in welchen Kontexten typischerweise spricht. Und das als solches ist schon mal ein interessanter Befund. Und wir können also sagen, es gibt natürlich im Internet typische und von anderen Kommunikationsbereichen unterschiedene Formen des Sprachgebrauchs und es gehört zu unserer Sprachkompetenz im 21. Jahrhundert, diese Sprache zu erkennen, wenigstens zu erkennen und vielleicht auch aktiv zu produzieren. Dennoch müssen wir festhalten, dass es auf verschiedenen Plattformen jeweils sich ganz unterschiedlich ausprägt. Es gibt nicht die Internetsprache, sondern
Es ist auf Facebook nochmal ganz anders als auf Twitter. Und in Internetforen der Sendung Anne Will ist es ganz anders als in Fanforen vom 1. FC Union Berlin und so weiter und so fort. Also auch da kontextabhängig. Und auch hier müssen wir sagen, immer nur in bestimmten Kontexten. Mitnichten werden wir determiniert von den Medien. Also als ob wir, sobald wir das Internet aufklappen, plötzlich nur noch Internetsprache sprechen. Ja, so ist es nicht, sondern es ist eine Plattform, die es uns ermöglicht, bestimmte Dinge zu tun, die uns aber nicht zwingt, bestimmte Dinge zu tun. Trotzdem gibt es natürlich bestimmte Phänomene, die wir prototypisch mit digitaler Interaktion assoziieren würden, die wir besonders damit in Verbindung bringen. Ich habe hier mal ein Beispiel aus dem Netz gezogen, von Twitter gezogen, mehr oder weniger zufällig. Hier geht es um ein Haustier, was gestorben ist. Rico ist ein Haustier, das kann man hier nicht sehen, aber aus der erweiterten Interaktion kann man es entnehmen. Da gab es einen Krebsverdacht, was sich nicht bestätigt hat, sondern es war nur ein Hämatom. Und dann kommt dieser Reply, auf den kommt es mir an. Was? Und die hatten empfohlen, ihn einzuschläfern. Boah, ich freue mich riesig für dich, dass du deinen Weg gegangen bist. Und die Emojis. Und wir finden hier zum Beispiel diese Iterationen, hatte ich schon genannt, also wie wir Prosodie umsetzen, indem wir Buchstaben wiederholen und auch Zeichen wiederholen, mit diesen drei Fragezeichen, hier nochmals. Auch die Großschreibung ist ganz typisch für eine besondere Lautstärke, die offenbar abgebildet oder nachgebildet werden soll. Wir finden Interjektionen, die wir im Mündlichen allenthalben haben, aber im Schriftlichen eher seltener finden, aber auf Social Media eben doch häufig, auch sowas wie ey und so weiter. Wir finden, das ist interessant, schauen Sie mal, hier wird mit ihn auf Bezug genommen auf den bereits vorher eingeführten Referenten, wie wir sagen, also Rico, der Hund. Und na, bei Einschläfern wird es übrigens doch klar, dass es ein Haustier ist, fällt mir gerade auf. Und in diesem eigentlich in sich abgeschlossenen Text, allein schon dadurch, dass hier das Pronomen ihn verwendet wird, was rückverweist auf etwas Vorerwähntes, wird schon klar gemacht, wird schon deutlich, dass es ein Teil einer bereits vorher angelaufenen Interaktion ist. Insgesamt haben wir einen Stil, der von großer Emotionalität geprägt ist. Und auch das ist eine Tendenz, die wir haben in Social Media, ein sehr emotionaler Kommunikationsstil mit viel mehr Involvement seitens der Schreibenden. Und natürlich haben wir die Emojis, ja, auf die werden wir später noch eingehen. Und alles zusammen haben wir sowas wie eine informelle Schriftlichkeit. Es ist Schrift, ein geschriebener Text, aber in einer Form, wie es früher eher seltener war, weil früher Schrift in anderen Kontexten gebraucht wurde. Aber jetzt haben wir eben sowas wie eine informelle Schriftlichkeit oder wir können auch sagen eine mündliche Schriftlichkeit. Und wie man dieses Paradox auflöst, darum soll es jetzt im Folgenden gehen. Da gibt es ein berühmtes Konzept von Koch und Österreicher, die schon in den 80ern, aber dann nochmal in aktualisierter Form 2007 zwischen zwei Typen von Mündlichkeit und Schriftlichkeit unterscheiden. Und das Ganze kann man sich klar machen an so einer Kreuztabelle. Da haben wir hier mal als Beispiele vier verschiedene Gattungen. Wir haben ein Tischgespräch, wir haben eine Neujahrsansprache, wir haben Facebook-Kommentar und wir haben eine Hausarbeit. Wir können jetzt hier, wenn wir zeilenweise vorgehen, können wir uns anschauen, in welchem Medium, welches Medium wird eigentlich gewählt? Nutzen wir phonisch realisierte Zeichen oder grafisch realisierte Zeichen? Also ist es ein schriftlicher Text, ja, oder ein mündlicher Text? Und dann ist es relativ klar, ne? Ein Tischgespräch ist phonisch realisiert mit unseren Mündern und Schallwellen und so weiter. Genauso die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin ist auch phonisch realisiert.
wohingegen Facebook und Kommentar und Hausarbeit beide grafisch realisiert sind. Trotzdem könnten wir sagen, haben doch eigentlich Tischgespräch und Facebook-Kommentar auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Genauso wie eine Neujahrsansprache und eine Hausarbeit viele Gemeinsamkeiten haben. Und hier sind wir auf der Ebene der sogenannten Konzeption. Das heißt, eine Neujahrsansprache wird als Text genauso sauber geplant und vorformuliert und sauber durchstrukturiert wie zum Beispiel eine schriftliche Hausarbeit und wird dann eben im Anschluss verlesen. Ein Tischgespräch entwickelt sich ungeplant, ist aus dem Moment heraus, ist dialogisch, mit vielfachen indexikalischen Bezügen zur Situation. Und das trifft genauso auch auf den Facebook-Kommentar zu. Auch der ist dialogisch orientiert, aus dem Moment heraus und so weiter. Eher umgangssprachlicher Stil wahrscheinlich, nicht so sauber geplant. Ja? Das heißt, wir können hier von sogenannter konzeptioneller Mündlichkeit sprechen. Es ist zwar grafisch realisiert, aber konzeptionell eher mündlich. Und genauso ist das hier phonisch realisiert, aber konzeptionell eher schriftlich. Wie ich schon angedeutet habe, ist grafisch-phonisch als eine Dichotomie zu sehen. Da gibt es ein klares Entweder-Oder. Wir sind eben entweder schreiben wir, ja, oder wir sprechen. Ja. Bei der Konzeption hingegen, da ist es ein Kontinuum. Da gibt es nur die beiden extremen Pole als Idealvorstellungen und dann gibt es sehr viele Zwischenstufen. Und das kann man sich an diesem Schaubild klar machen. Hier oben haben wir medial, grafisch realisiert. Mit Interview meine ich übrigens das gedruckte Interview in der Zeitung oder so. Und hier unten haben wir medial phonisch realisiert. Ja, und dann sehen wir, dass ein Gesetzestext und eine Urteilsverkündung haben auf der Ebene der Konzeption sehr viel miteinander gemein. Ja, sie werden genauestens geplant und da kommt es auf jedes Wort an, wenn ein Urteil verkündet wird. Und es wird ja auch vorher so geschrieben und wird auch publiziert, muss aber eben einfach den Gesetzen entsprechend auch noch verlesen werden. Ein Mensagespräch hingegen ist sehr komplett ungeplant. Ein Interview ist schon eher ein bisschen geplanter und wird vor allem auch, wenn es dann publiziert wird, in der Grammatik und auch in der Orthographie und allem eben an die schriftsprachlichen Normen angepasst. Ja? Wichtig ist zu sehen, dass das hier Vorschläge sind. Gibt es auch noch verschiedene Stile und wir können natürlich eine Vorlesung auch ganz anders halten. Ich versuche meine Vorlesungen irgendwie in der Waage zu halten. Ich versuche einen einigermaßen nahbaren Stil zu wählen, auch mal einen Witz zu machen vielleicht, aber trotzdem natürlich einigermaßen strukturiert sprechend. Und ich habe natürlich auch mir vorher Gedanken gemacht, ich habe es jetzt nicht ausformuliert und verlese das nicht. Also ich habe kein Skript formuliert, sondern ich spreche frei. Aber dennoch habe ich natürlich ein klares Konzept, das ich abarbeite, sozusagen. Ne? Und beim Vorstellungsgespräch, auch da ist vielleicht noch mal ein bisschen ungeplanter. Ich hoffe, es wird klar, wie das zu sehen ist. Und es gibt da noch einen interessanten Aspekt der Theorie von Koch und Österreicher, nämlich die Metapher der Nähe und der Distanz. Sie schlagen nämlich vor, dass wir konzeptionelle Mündlichkeit auch als kommunikative Nähe beschreiben und die Schriftlichkeit hingegen als kommunikative Distanz. Und auch das sind wiederum nur Pole mit vielen Übergängen, aber was also Texte mit konzeptioneller Schriftlichkeit auszeichnet oder auch mündliche Textsorten mit konzeptioneller Schriftlichkeit ist eine größere Öffentlichkeit und Anonymität, eine emotionale Distanziertheit, eher situationsentbunden, monologisch, themenfixiert und so weiter. Hier hingegen ist es eher mit emotionaler Beteiligung, dialogisch, spontan, freie Themenentwicklung und eher in privaten und vertrauten Kontexten. Ja, und jetzt sehen wir auch, wir können das auch zu stilisierenden Zwecken einsetzen. Ja, also ich könnte auch die Vorlesung ganz anders halten.
Ich könnte sagen, ey, das ist so ein krasses Modell. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich echt, boah, ey, die kochen Österreicher, die haben es echt drauf, die Jungs. So könnte ich auch sprechen, das wäre dann eigentümlich, es würde auffallen und so könnte ich dann auch irgendwie eine Form von Emotionalität versuchen reinzubringen zu irgendwelchen Zwecken. Das würde vielleicht auch eine größere Vertrautheit zwischen mir und Ihnen suggerieren. Ja, also das nur als Zeichen, dass wir auch hier nicht determiniert sind durch die Medien und durch die Textsorten in der Art und Weise, wie wir sie ausgestalten, sondern dass man da auch noch gezielt mitspielen kann. Ja? Das heißt, Kommunikationsmedien, auch wenn wir sagen können, dass es da bestimmte Tendenzen gibt, sie determinieren nicht den Grad der konzeptionellen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Allerdings ist es eben doch so, dass es je nach Medium bestimmte Erwartungen gibt und historisch gewachsen, kulturell etablierte Erwartungen an medial angemessene Sprachgebräuche. Wir erwarten eben von Zeitungstexten oder auch von Nachrichtensendungen im Radio, dass dann bestimmter Stil gewählt wird. Wenn dann eher so diese Guten-Morgen-Shows kommen im Lokalradio, dann kann es schon mal ein bisschen lockerer sein. Und diese Erwartungen haben wir, ja. Und deswegen gibt es hier sowas wie angemessene Sprachgebräuche. Und wir müssen uns auch klar machen, dass die Kommunikationsmedien, die wir nutzen, bestimmte technische Bedingungen mit sich bringen und die eröffnen bestimmte Handlungsspielräume, aber auch bestimmte Handlungsbeschränkungen, die das begünstigen, dass man einen bestimmten Stil wählt. Und jetzt nochmal klargemacht am Beispiel von Social Media, wo wir Replies setzen können, wo wir in Dialoge eintreten können, dass wir die Möglichkeit haben, schriftlich in Dialoge einzutreten, bedingt also oder begünstigt, dass wir hier Formen wählen, die wir als konzeptionell mündlich beschreiben können. Ja? Und um diese Ermöglichungen ein bisschen besser beschreiben zu können, gibt es in der Medienlinguistik das Konzept der Affordanz. Und das möchte ich Ihnen im Folgenden ein bisschen näher bringen. Affordanz ist, wie gesagt, die Eindeutschung zu Affordance, wie es im Englischen heißt, und Constraints, der Gegenbegriff. Es gibt verschiedenste Übersetzungsvorschläge für Affordanz. Keiner hat sich so wirklich durchgesetzt, aber um es ein bisschen klarer zu machen, vielleicht doch mal, was man so findet in der Literatur. Mal heißt es Ermöglichung. Das wäre wörtlich übersetzt, denn to afford heißt eben ermöglichen. Und davon abgewandelt das Kunstwort Affordance, die Ermöglichung. Es ist mal auch übersetzt worden als der Angebotscharakter bestimmter Medien oder auch Nutzbarkeitshinweise. Worauf es immer ankommt, ist, dass hier bestimmte Dinge ermöglicht werden, uns angeboten werden, dass sie Hinweise liefern, ohne dass dadurch aber schon deterministisch bestimmt wäre, was Menschen damit tun. Ja, und das Ganze kommt aus der Wahrnehmungspsychologie, also gar nicht so sehr aus der Medienlinguistik, schon gar nicht aus der digitalen, sondern eigentlich aus der Wahrnehmungspsychologie, wo darauf hingewiesen wird, dass es bestimmte Artefakte gibt, die wahrnehmbare Eigenschaften haben, welche bestimmte Nutzungen nahelegen, ohne dass wir aber dadurch gezwungen werden, die Dinge genauso zu benutzen. Ein Beispiel, ich kann mich mit diesem Stift hier, der eigentlich zum Schreiben gedacht ist, natürlich auch am Kopf kratzen. Oder ne? Wenn ich lange Haare hätte und mir einen Zopf machen wollte, könnte ich das zum Befestigen meines Haarknotens benutzen. Und ich möchte noch ein anderes Beispiel zeigen. Ich spiele es erstmal vor. Im Wissenschaftsjournalismus zur Vermittlung von Fachwissen werden verschiedene Techniken angewandt, wie zum Beispiel die lexikalische Erläuterung, die Reduktion der Komplexität, die Personalisierung, die Dramatisierung oder eben auch die Emotionalisierung. Gut, kleiner Teaser auf eine der nächsten Sitzungen. Wir werden auf das Thema Wissenschaftskommunikation noch eingehen. Was Sie gesehen haben, ist ein Video, was in einer Lehrveranstaltung von mir entstanden ist, in einer Projektarbeit.
Da ging es um das berühmte Corona-Video von MyLab, was hier analysiert wurde. Aber mir soll es jetzt gar nicht um den Inhalt gehen, mir soll es um das hier gehen. Ist Ihnen das aufgefallen? Was haben wir hier? Wir haben hier einen Locher. Ein Locher ist normalerweise zum Lochen da. Aber man muss ihn nicht so benutzen, sondern man kann ihn auch, wie Erik Gebel, der Produzent dieses Videos hier getan hat, als Mikroständer benutzen. Ja, wir sind also nicht festgelegt in unseren Nutzungen. Das heißt, der Angebotscharakter und der Nutzbarkeitshinweis, der angelegt ist in diesem Artefakt, zwingt uns nicht, dem auch tatsächlich Folge zu leisten. Und hier mal eine andere Alternativnutzung als Mikroständer eben. Und genauso können wir das übertragen auf mediale Umgebungen. Sie ermöglichen bestimmte kommunikative Praktiken und legen sie vielleicht auch nahe, determinieren diese Praktiken aber nicht. Und das Ganze schauen wir uns an Beispielen an. Gehen wir direkt mal in den Kommentarbereich zu eben diesem Video. Dann sehen wir hier, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, Kommentare abzugeben. Das ist ja als solches nicht selbstverständlich, ne? Aber es gibt halt den Kommentarbereich, der ist auch immer eingeblendet und dann werden wir aufgefordert und wir können das dann auch tun und wir können hier bestimmte Dinge tun. Auf YouTube gibt es das interessante Phänomen, dass wir wenn wir Minutenangaben reinschreiben, dass dann automatisch ein Link gesetzt wird, der das Video dann an genau dieser Stelle startet, also ein Zeitstempel mit Hyperlink. Und weil die Plattform das ermöglicht, tun das dann Menschen auch. Ich jedenfalls habe es getan. Ja? Weil wir hier in einem digitalen Setting sind, können wir hier auch Emojis setzen, habe ich auch gemacht. Dann gibt es auch die Möglichkeit für den Kanalinhaber, bestimmte Kommentare nochmals besonders hervorzuheben mit den Likes. Und wir können hier Likes und auch Dislikes setzen. Ja, das geht bei YouTube, es geht aber tatsächlich nicht auf jeder Plattform. Sie wissen das, dass wir das auf Twitter zum Beispiel nicht können. Hier ein anderes Beispiel von Constanze Marx, übrigens eine ganz berühmte Internetlinguistin von der Uni Greifswald, die ganz viel von dem, was Sie heute hören, geht auf ihre Forschungsarbeit zurück. Und damit, deshalb bin ich ihr zu großem Dank verpflichtet. Aber eben, was ich Ihnen zeigen wollte, wir können hier retweeten. Das können wir auf YouTube nicht. Ne? Wir können, haben nicht die Möglichkeit, das einfach so in unser eigenes Profil so mit einem Klick zu übernehmen. Dafür können wir auf YouTube nur Likes setzen oder halt kein Like setzen. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit nicht. Das heißt, wir haben bestimmte Ermöglichungen, aber auch gleichzeitig bestimmte Beschränkungen und das wären die Constraints sozusagen als Gegenbegriff zu den Affordances. Das heißt, mediale Umgebungen ermöglichen und beschränken zugleich spezifische Formen der Interaktion. Und um mal noch zu zeigen, wie man diese Affordances noch deuten kann und in welche Richtung man sie ausgestalten kann in der Analyse, möchte ich Ihnen das präsentieren, was Dana Boyd vorgeschlagen hat, eine amerikanische Medienwissenschaftlerin, die sich mit Social Media beschäftigt hat und sie weist darauf hin, auf so ein paar Grundeigenschaften von Social Media, die uns prägen in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Kommunikation Social Media ist nicht flüchtig, wie es mündliche Interaktion typischerweise ist, sondern sie ist zeitlich verdauert. Ja, sie ist vielleicht aus dem Moment heraus geschrieben, aber trotzdem ist sie potenziell auch später noch nachlesbar. Ja, sie wird also konserviert und verdauert. Sie ist auch sichtbar, denn dadurch, dass sie eben konserviert wird, kann sie auch gesehen werden, sie kann gelesen werden und diese Sichtbarkeit wird auch genutzt, indem sogar auf Twitter, wo wir in unseren Möglichkeiten sehr beschränkt sind, was wir an Zeicheninventaren zur Verfügung haben, finden wir trotzdem, dass die Typografie sehr präzise ausgenutzt wird mit Zeilen, Umbrüchen, mit Leerzeichen. Wir nutzen Emojis, wir verwenden GIFs, die wir einbetten oder Bilder und ähnliches. Emojis natürlich, also alles Zeichenformen und Zeichenverwendungsweisen,
die auf Visualität beruhen. Noch als Ergänzung übrigens, ein Constraint bei YouTube ist auch, dass wir hier keine Bilder einbetten können in die Kommentare. Auf Facebook geht das und auf Twitter, auf YouTube geht das nicht. Aber das nur am Rande. Die Kommunikation ist potenziell öffentlich und auch verbreitbar, also spreadable. Es gibt sowas wie Retweet-Buttons und ähnliches. Und zumindest mit Copy und Paste oder Einbettungen ist es möglich, das sehr schnell zu verbreiten, viral zu gehen, wie wir sagen. Und die Plattformen sind auch algorithmisch so gestaltet, dass uns das möglich ist, die Dinge spreadable zu machen. Und schließlich sind sie durchsuchbar. Das kennen wir bei Twitter. Da gibt es ja oben dieses Suchfeld, wo wir nach Accounts suchen können, aber auch nach Schlagwörtern suchen können. Und wir haben mit den Hashtags ja auch tatsächlich eine Form, die genau darauf abzielt. Hashtags, wenn wir die anklicken, werden ja andere Tweets gesucht, die ebenfalls mit diesem Schlagwort getaggt sind. Ist also eine quasi in die Texte eingebaute, zur Verfügung gestellte Suchfunktion, die entsprechend auch schon in der Textproduktion entsprechend genutzt wird. Also vorgreifend auf die Auffindbarkeit und Suchbarkeit schreiben wir unsere Texte. Ja? Das heißt, diese Affordanzen ermöglichen bestimmte Formen des Sprachgebrauchs, schränken uns aber auch in anderen Dingen ein. Ja? Also das ist immer zugleich, immer wechselseitig zu sehen, Medien ermöglichen und beschränken uns in unseren Arten und Weisen, wie wir Sprache verwenden. Und wir können also insgesamt sprechen von medialen Prägungen von Sprache und Interaktion. Und dazu möchte ich noch ein anderes Konzept vorstellen, was wir sozusagen in Fortsetzung und Ergänzung zu dem der konzeptionellen Mündlichkeit noch heranziehen können. Storrer unterscheidet ergänzend zu dieser Unterscheidung zwischen zwei Arten des Schreibens, nämlich wir haben das interaktionsorientierte Schreiben, was sich dadurch auszeichnet, dass es für die aktuelle Situation konzipiert wird und eben nicht dafür, dass es nachträglich und mehrfach noch gelesen wird. Klassisch wäre die WhatsApp-Kommunikation. Ja? Geht sehr schnell hin und her, mit sehr knappen Äußerungen, wirklich nur für die aktuelle Situation, mit sowas wie jetzt, einfach nur, ne? Wann kann ich dich anrufen? Jetzt. Ne? Dieses Jetzt macht nur in diesem konkreten Moment den Sinn, den es machen soll. Deswegen, also indexikalisch angebunden, können wir sagen. Und was wir auch noch finden, dass körpergebundene Kommunikationssignale, das, was wir normalerweise im Mündlichen machen, durch Gestik, Mimik, Stimmführung und so weiter, wird schriftlich realisiert. Wir hatten das schon mit den Iterationen gesehen, aber auch Emojis. Und davon abzusondern wäre nochmal das textorientierte Schreiben. Hier ist es so, dass keine unmittelbare Interaktion vorgesehen ist zwischen Produzentinnen und Leserinnen. Wenn ich einen wissenschaftlichen Text schreibe, habe ich zwar schon die Hoffnung, dass der gelesen wird und dass möglicherweise auch darauf reagiert wird mit anderen Texten, aber es ist keine unmittelbare Interaktion, die wirklich im engen Sinne dialogisch wäre. Und bei diesen Texten ist es so, dass wir uns hier typischerweise an kodifizierten Schreibnormen orientieren, was beim interaktionsorientierten Schreiben nicht relevant ist, nicht relevant sein muss. Da reicht es völlig aus, wenn wir auf Groß-Kleinschreibungen, auf Interpunktion weitestgehend verzichten. Das braucht es hier nicht. Beim textorientierten Schreiben braucht es das. Ja? Eben deswegen, weil sie auch außerhalb dieser eigentlichen Situation funktionieren müssen und wieder gelesen werden. Ja, und dieses Konzept ist auch didaktisch interessant, denn wir müssen in der Schreibdidaktik klar machen, dass es verschiedene Schreibhaltungen gibt, die unterschiedliche Arten der Beurteilung brauchen, nach unterschiedliche Arten der Förderung brauchen. Und da gibt es auch unterschiedliche Normen, was Richtigkeit und Angemessenheit anbelangt. Hier mal nur Beispiele für
interaktionsorientiertes Schreiben, das sind Forenbeiträge, sehen wir sowas wie hier, so gerade wieder ein wenig an meinem E-Mule-Mod gewerkelt, ne, wo also jemand nach einer kurzen Abwesenheit wieder zurück an den Rechner kommt und also wir sehen sehr aus dem Moment heraus und mit Bezug auf eben diesen Moment geschrieben, dann auch solche Sachen wie dieses LOL, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen mit diesen Asterisken, aber LOL kennen Sie ja, ne, oder hier. Wichtig ist, dass ihr die Nase ganz dicht an den Bildschirm haltet, womit auch solche körpergebundenen Kommunikationssignale wie Prosodie eben in der Schrift umgesetzt wird und auch hier dieses, was Kichern anzeigen soll. Oder auch das hier, nehmen wir mal diese Tweets. Lena Blauer Haken hatte gefragt, man hat gefragt, was man in Hamburg machen kann. Dann war der Hinweis Elbphilharmonie. Da muss man zwar ein Ticket ziehen, aber kostet 0 Euro und dann kann man runtergucken von oben. Wir sehen hier Interpunktionen auf ein Minimum reduziert. Auch solche Einschübe wie hä, was normgrammatisch so eigentlich nicht funktioniert. Und worauf es mir hier ankommt, schauen Sie mal, fällt Ihnen das auf? Kriegt man da Höhenangst? Weil ich habe welche. Ich hoffe, es fällt Ihnen auf, weil mit Verb-Zweitstellung. Und wir hatten ja gesagt, das ist was, was im Mündlichen akzeptiert ist und als mündlicher Standard gelten kann, aber im Schriftlichen nach wie vor normwidrig ist. Und wir sehen aber auf Social Media eben auch im Schriftlichen inzwischen diese Form sehr, sehr häufig. Und es ist ja auch, wenn Sie es mal sich anschauen, welche Lesart ist es? Die sprechaktbezogene Lesart, ja, die sprechaktbezogene Begründung. Wir können es paraphrasieren mit, kriegt man da Höhenangst? Das frage ich, weil ich welche habe. Ja, und auch das ist also ein Indiz dafür, dass wir hier es mit einer Schriftlichkeit haben, die sich sehr an den Normen orientiert, die eigentlich für die mündliche, gesprächsförmige Interaktion gelten. Aber noch ein anderes Beispiel, Wikipedia. Sie kennen alle die Wikipedia und wissen auch, dass die wissenschaftlich einen zweifelhaften Ruf genießt. Sie dürfen nicht Wikipedia-Artikel als Literaturquellen verwenden, zumindest nicht unkommentiert, sondern Sie sollen dafür reguläre wissenschaftliche Nachschlagewerke nutzen und so weiter. Sie kennen das alle, die Qualitätsmängel der Wikipedia. Allerdings als Untersuchungsgegenstand ist es natürlich total legitim, sich mit der Wikipedia zu beschäftigen. Und das wird auch gemacht, gerade auch in der Linguistik. Es gibt eine sehr lebendige linguistische Wikipedistik. Und was Sie vielleicht nicht wissen, dass es zusätzlich zu den Artikeln selbst auch noch die dahinterliegenden Diskussionsartikel gibt, Diskussionsseiten. Denn es ist inzwischen nicht mehr so, dass man einfach einen Artikel so jeder einfach so ändern kann. Das war früher zu Beginn mal so. Inzwischen sind die Hürden da höher. Man muss zunächst den Weg über die Diskussion gehen. Wenn ich also was ändern möchte, dann kann ich in der Diskussion einen Änderungsvorschlag machen oder kann eben mit anderen darüber diskutieren. Das sind diese Diskussionsseiten. Ich empfehle Ihnen das sehr, sich das mal anzuschauen. Hier mal nur ein Beispiel. Da gibt es dann hier einen Artikel, einen Abschnitt und in diesem Wikipedia-Artikel und dann finden wir hier das hier, woraus mir ankommt. Wann wurde Lutt denn eingestellt? Zum Beispiel nix in der WP zu finden. Wie verfährt die WP denn in einem solchen Fall? Allein schon, dass hier eine Frage gestellt wird, sehen wir einen Unterschied zu Wikipedia-Artikeln, wo keine Fragen gestellt werden, sondern halt Informationen vermittelt werden, aber auch solche elliptischen Formulierungen, nix, umgangssprachlich statt nichts, aber auch hier fehlt das finite Verb, uns fehlt auch das Subjekt, kann sozusagen weggelassen werden, weil es im Kontext klar wird, aber auch hier die Modalpartikel denn, die wir eher mit Mündlichkeit assoziieren. Wir können das Ganze überprüfen in Corpora, denn im deutschen Referenzkorpus, was ich Ihnen schon präsentiert hatte, ist auch mal die Wikipedia hinterlegt worden als Korpus und zwar haben wir da verschiedene Subkorpora, wir haben die Artikel, die eigentlichen Artikel und wir haben aber auch
die Diskussionsseiten der verschiedenen Typen. Und dann haben wir jetzt hier mal den Suchausdruck Nix und wir sehen es, dass es in der ganzen Wikipedia nur 1,754 Mal vorkommt, also 1,9 Mal pro Million Wörter. Und auf den Diskussionsseiten hingegen gut 50 Mal so häufig. Auch die Modalpartikel Halt, ganz ähnlicher Befund, auch hier wieder in den, sowas wie Schau's halt nach oder ähnliches. In den Artikeln ist es 1,4 pro Million Wörter und in den Diskussionsseiten ist es mehr als 100 Mal so häufig. Ne? Also auch hier sehen wir, dass es hier sozusagen je nach Kontext und je nachdem, wie dialogisch diese Texte angelegt sind, wie sie konzipiert sind, wie hier unterschiedliche Sprachformen in verschiedenen Frequenzen und Verteilungen finden. Also wir können schlussfolgern, Wikipedia-Artikel und Wikipedia-Diskussionsseiten sind Realisierungen einmal textorientierter und einmal interaktionsorientierter Schreibhaltungen. Und was wir dort in sprachlichen Formen finden, ist in den jeweiligen Kontexten angemessen und funktional. Und das ist ganz wichtig und das ist auch das didaktische Potenzial, was dahinter steckt, hinter diesem Beitrag, hinter dieser Theorie, hinter dieser Unterscheidung. Denn wenn wir uns Schreibverhalten von jungen Menschen, von Schülerinnen und Schülern anschauen und uns Social Media angucken, dann könnten wir auf den Verdacht kommen, mein Gott, die können alle keine Interpunktion mehr. Die können nicht Groß- und Kleinschreibung und die können auch noch nicht mehr richtig Deutsch, sondern nur noch dieses Englisch-Deutsch-Mischmasch und so weiter. Ja, auf die Idee könnten wir kommen, aber wir müssen berücksichtigen, dass diese Schreibformen in diesen Kontexten auch angemessen sind. Und sie sind natürlich trotzdem in der Lage, und da gibt es auch Forschung zu, sie sind trotzdem in der Lage, dort, wo es textorientiertes Schreiben braucht, es auch an den Tag zu legen. Und sie sind auch in der Lage, dann dort normgrammatisch korrekt zu schreiben. Ja? Und es braucht deswegen unterschiedliche Beurteilungsmaßstäbe. So wie wir es auch schon gesehen hatten bei der Gesprächsanalyse, dass es fürs Gesprochene andere grammatische Normen und Standards gibt als fürs Geschriebene. So gibt es auch innerhalb des Geschriebenen auch nochmal verschiedene Anforderungen, je nach medialem Kontext. Und damit kommen wir zum letzten Thema, Emojis. Hier ein Tweet, ein Reply auf Dagi B. Hör auf. Und dann dieses Äffchen, hält sich die Augen zu, benutze ich selber auch sehr gerne. Bekomme jetzt schon Hunger auf Pizza und drei Emojis. Was sehen wir hier? Emojis. Also zunächst mal Emojis, ganz wichtig, sind uns zu unterscheiden von Emoticons. Emoticons ist das wesentlich ältere. Das ist das, wenn man aus Satzzeichen Smileys bildet. Also Semikolon, Klammer zu, für Zwinker-Smiley oder ähnliches. Emoji kommt aus dem Japanischen, heißt übersetzt Bildzeichen. Und genau das sind Emojis, also diese Bildzeichen eben. Und wie werden sie hier verwendet? Schauen Sie mal hier als Gliederungssignale, also eigentlich ganz ähnlich wie Satzzeichen. Zwischen diesen beiden Sätzen, wo wir im standardsprachlich Geschriebenen vielleicht ein Ausrufezeichen oder ähnliches setzen würden, wird hier dieses Äffchen gesetzt und dann auch noch hier am Ende des Satzes, wie wir unsere Sätze normalerweise mit Punkten beenden, dann auch noch hier Emojis. Es sind aber natürlich auch mehr als nur Gliederungssignale, denn sie setzen auch etwas ins Bild, sie kommentieren was, sie dienen als Emotionsausdruck und so weiter und so fort. Und nochmals abstrakter gefasst, Emojis, sie wiederholen den Text. Manchmal, sie ergänzen den Text, sie modifizieren ihn, manchmal ersetzen sie ihn auch. Ja, wir könnten statt Pizza hier auch ein Pizza-Emoji einsetzen. Ja, und das zu systematisieren ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Und es gibt eine sehr lebendige Emoji-Forschung, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Denn unsere schriftlinguistischen Begriffe werden gewissermaßen auf die Probe gestellt. Und
einfach, dass unser Schriftsystem so ausdifferenziert wird durch Emojis, verlangt es einfach von uns als Linguistinnen, dass wir dazu Theorien entwickeln. Und besonders interessant ist natürlich die Frage nach der Bedeutung. Es gibt hier so Seiten wie smileybedeutung.com. Hier wird suggeriert, dass Emojis sowas wie ein sprachübergreifender globaler Code sind. Und hier werden dann die Bedeutungen versucht auf den Punkt zu bringen. Gucken wir doch mal nach, wie die Emojis aus dem Tweet von eben hier definiert werden. Der nichts Böses sehen Affe, ich wusste gar nicht, dass er so heißt, heißt es hier, sinngemäß ein Hinwegsehen über das Schlechte. Denke ich mir, trifft es zu? Nicht wirklich. Also scheint mir nicht angemessen zu sein. Schon eher passt hier heftig weinendes Gesicht, wird auch ironisch verwendet, dass etwas, also steht für Kränkung, Schmerz oder Niederlage, wird auch ironisch verwendet oder etwas ist so lustig, dass man sich darüber totlacht. Also auch hier wieder so ein weites Spektrum und insgesamt können wir, glaube ich, festhalten, Emojis, dadurch, dass sie Bilder sind, sind sie natürlich um ein Vielfaches mehrdeutiger. Also wir müssten wahrscheinlich diese These, dass es sowas wie ein globaler Code ist, mit großer, großer Vorsicht behandeln. Denn das Bedeutungspotenzial ist ausgesprochen vage. Das Ganze kann man auch an diesem schönen TikTok-Video sehen von Mareike Steen, GZSZ-Schauspielerin. Sie wurde nach ihrem Lieblings-Emoji gefragt und das hier hat sie geantwortet. Wir schauen mal rein. Also am häufigsten benutze ich tatsächlich den hier, weil ich finde, der sagt so viel aus, je nach Situation, der ist so anpassungsfähig und hat trotzdem immer eine Meinung. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß gerade selbst nicht, ob ich weiß, was ich meine. Und dann muss ich sagen, dieser hier, weil Chrissa bei GZSZ auf der Seite gesagt hat, dass sie den nie benutzt. Und jetzt habe ich beschlossen, ich benutze den jetzt regelmäßig, damit er sich nicht so traurig fühlt und vernachlässigt. Das wollte ich sagen. Ja. Und bei euch so? Okay, also wir haben hier zwei verschiedene Emojis. Einmal das umgedrehte Lächeln, was ich auch total gerne benutze, aus ganz ähnlichen Gründen. Gerade in seiner Wahrheit. Ich habe also keine Ahnung, was der bedeutet, aber gerade deswegen benutze ich ihn so gerne. So anpassungsfähig, sagt Mareike Steen. Und das ist ja gerade das Interessante daran. Und wir sehen auch hier so eine sehr eigentümliche Motivation, so eine Art Fürsorge für das arme Tierchen, was nicht so alleine sein soll. Auch das kann natürlich eine Motivation sein, um Emojis zu verwenden. Vielfältigste Anlässe und Motivationen. Und definitiv kann man sagen, diese kataloghaften Bedeutungsangaben, die sind viel zu simplifizierend, die funktionieren einfach nicht. Das ist ja auch gerade einer der Gründe, warum man auf Emojis ausweicht und eben gerade nicht Sprache verwendet. Wie wollten wir diese Kombination paraphrasieren? Ja? Wie wollte man das in Worte fassen, was da ausgedrückt wird? Ausgesprochen schwierig. Es muss aber auch nicht sein, ja? Denn das ist eben gerade das besondere Potenzial an diesen Bildzeichen, dass sie auf andere Art und Weise Kommunikation erledigen. Man kann aber trotzdem natürlich versuchen, das Ganze zu systematisieren und da haben Beis Wenger-Papert einen schönen Vorschlag gemacht in ihrem Buch Sprachhandeln mit Emojis. Da unterscheiden sie zwischen zwei verschiedenen Verwendungsweisen von Emojis. Einmal die lesbar machende Verwendung, wie sie sagen, einmal die sichtbar machende Verwendung. Lesbar machend, da dienen sie als Kontextualisierungshinweise, wie man das auch nennt. Und da funktioniert es so, dass bei der Verwendung von Emojis für die Adressatinnen der Kontext konstituiert wird, vor dessen Hintergrund der oder die Verwendende eine sprachliche Äußerung interpretiert wissen möchte. Klassisch wäre sowas wie Ironiesignale, was wir durch ein Zwinkersmiley zu verstehen geben. Wir rahmen gewissermaßen die Aussage, liefern Interpretationshinweise, die den AdressatInnen helfen sollen, das genauer einzuordnen. Auf der anderen Seite haben wir sichtbar machende
Emojis, die zur Äußerung als solches nichts wirklich hinzufügen, sondern die das, was in der Äußerung an sich schon transportiert ist, noch zusätzlich sichtbar machen, auf eine beziehungsgestaltende Art und Weise, zum Beispiel um was aufzulockern. Ja? Also wir können sagen, treffen wir uns heute Abend auf ein und dann entweder das Bier-Emoji einsetzen, ja? Oder aber wir treffen uns heute Abend auf ein Bier, Frage, und dann dieses Bier-Emoji, was das nochmal zusätzlich illustriert und dadurch, dass wir das machen, eben das Ganze auch ein bisschen auflockert. Ja, das sind natürlich analytische Unterscheidungen. Das ist immer auch eine Interpretationsfrage. So wirklich klar abgrenzen lässt sich das nicht, aber das sind sozusagen mal zwei Pole, um zu zeigen, wie die Verwendungsvielfalt ist von Emojis, was wir damit machen können in der Interaktion. Und das Ganze habe ich mal versucht, in eine Umfrage zu übersetzen, wo ich Ihnen die Ergebnisse kurz zeigen wollte. In der Umfrage habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die ProbandInnen gebeten, es war eine Online-Umfrage, fiktive WhatsApp-Nachrichten zu ergänzen mit genau einem Emoji. Und Sie können das jetzt selber vielleicht auch mitmachen. Stoppen Sie jeweils das Video und nehmen Sie Ihr Smartphone und überlegen sich, welches Emoji würde ich jetzt einsetzen, wenn Sie diese Nachricht auf WhatsApp komplettieren müssten. Oh nein, warum das denn? Erstens, bin schon wieder total genervt von allem. Haut ordentlich rein. Die haben ja wohl echt den Arsch offen. Okay, perfekt, bis später dann. Und schließlich, und warum bitte soll das nicht möglich sein? Ich habe ganz bewusst die Satzzeichen weggelassen, weil ich nicht zu viel vorgeben wollte. Und ich zeige Ihnen mal die Ergebnisse. Ah nee, ich habe die Frage, die ich mir gestellt habe, war meine Forschungsfrage. Erstens natürlich, welche Emojis werden eingesetzt? Und zweitens, lassen sich irgendwelche Tendenzen erkennen, welche Funktionen die Emojis haben im Verhältnis zu den Äußerungen? Sind es also eher lesbar machende oder eher sichtbar machende Emojis? Die Ergebnisse, also ich habe 240 Antworten bekommen und also wir haben immer 240 Token, könnten wir sagen. Und ich habe auch immer geschaut, wie viele Types haben, also wie viele verschiedene Emojis wurden denn in den Antworten geliefert. Und bei Oh nein, warum das denn, haben wir hier immer so eine emotionale Reaktion, könnten wir sagen. Also dieses augenaufreißende Staunen, so oder auch das und Abwandlungen. 44 Types. Ganz ähnlich, auch hier wieder 45 Types, bin schon wieder total genervt von allem. Hier changiert es zwischen Roll-Eye bis hin zu wutschnaubend und hier wirklich wütend. Auch hier so eher griesgrämig verstimmt, aber immer negativer Emotionsausdruck. Hier gibt es einen ganz klaren Favoriten, ist interessant. Ne? Hier ist es gleich verteilt zwischen diesen. Hier gibt es einen ganz klaren Favoriten mit 96. Genervt ist einfach klassisch dieses Roll-Eye. Hier ist interessant, schauen Sie mal, hier haben wir jetzt plötzlich 78 Types, also eine viel, viel größere Bandbreite. Und hier haben wir auch kein einheitliches Muster. Was wir hier sehen, unterschiedlichste Dinge, der Kraftarm, Fire-Emoji, Sonnenbrille, Lippenlecken, dieses verrückte, weiß nicht, ist es betrunken oder so, betrunkene Emoji. Also eine große Vielfalt. Hier könnten wir jetzt sagen, das ist alles Sichtbarmachung. Also hier wird die ohnehin ausgedrückte Emotion noch zusätzlich illustriert. Hier hingegen wird die sehr vage Äußerung, haut ordentlich rein, überhaupt erst lesbar gemacht, interpretierbar gemacht durch das Emoji. Die anderen Äußerungen noch, hier wieder 45 Types, auch wieder der Emotionsausdruck wird zusätzlich illustriert. Bei okay, perfekt, bis später dann ist wieder eine größere Bandbreite, aber genauso wie bei der letzten Äußerung auch hier wieder eher wenige Types. Also wir haben einen klaren Ausreißer und das war auch meiner Erwartung entsprechend, die Äußerung, die in sich am mehrdeutigsten ist und in sich am klarsten ist, hat dann auch am unklarsten ist, hat dann auch zur Folge, dass ein viel, viel größeres Spektrum an Emojis
ergänzt wird oder in Frage kommt für eine Ergänzung. Hier nochmal im Überblick die Emojis, die mir angeboten wurden für Haut ordentlich rein. Und es ist ganz, hier kann man keine Systematik erkennen. Man könnte Gruppen bilden, also es geht hier um sowas wie Essen und Trinken, ne? Aber auch so Dinge, die sich so gar nicht wirklich herleiten lassen, wird hier offenbar auch als so eine Art Verabschiedungsformel gedeutet, haut ordentlich rein, was dann mit Winken komplettiert wird, ja. Hier das Kopf explodiert, Emoji, also verschiedenste Dinge werden hier angeboten und das macht es so interessant. Okay, wir müssen natürlich sagen, das Setting ist künstlich, was wir hier hatten. Das ist eine Umfrage gewesen. Menschen haben also reflektiert darüber, wie würde ich schreiben, wenn ich jetzt schreiben würde. Ja? Und wie sie tatsächlich schreiben, wissen wir immer noch nicht. Und vor allem, wir vernachlässigen sequentielle Aspekte. Erinnern wir uns mal an die Sprechakttheorie. Da hatte ja die Gesprächsanalyse genau das eingewendet, dass hier mit fiktiven Beispielen gearbeitet wird und mit isolierten einzelnen Äußerungen. Und gerade die Gesprächsanalyse zeigt ja, dass wir, um die Bedeutung von einzelnen Äußerungen wirklich verstehen zu können, müssen wir uns ihre sequentielle Position anschauen, da wo sie eben im Real Life tatsächlich vorkommen. Und genauso kommen auch solche WhatsApp-Nachrichten eben gerade nicht kontextfrei vor, sondern vielfach reagieren sie auf vorangegangene Äußerungen. Da können wir auch in Studien feststellen, dass es da auch Emoji-Gebräuche gibt, die sich sozusagen, wo sich sehr kleine Traditionen ausbilden, dass man sich anpasst im Emoji-Gebrauch an den Gebrauch dem des Gegenübers. Also wenn die anderen viele Emojis nutzen, mache ich das auch und Ähnliches. Also all das sind Dinge, die wir mit berücksichtigen müssen und das können wir einfach nicht vernünftig erforschen, wenn wir nur mit Umfragen arbeiten. Das heißt, wir brauchen natürlich auch Korpusstudien. Und da gibt es auch sehr viel Forschung zu, immer mehr. Und vor allem gibt es auch ein wunderbares Korpus, mit dem das möglich ist. Nämlich die Mobile Communication Database. Da sind hinterlegt WhatsApp-Chats, Zweier-Chats genauso wie Gruppen-Chats, die sich teilweise über ganze Monate hinziehen. Und daran können wir dann recherchieren nach Emojis, nach bestimmten Wortformen und Wortfolgen und können dann eben auch gerade solche Sequenzen dann analysieren. Das Korpus ist auch deswegen interessant, weil es auf Datenspenden beruht. Denn die Frage ist ja, wie kommt man eigentlich an WhatsApp-Chats? Man kann die ja nicht einfach so beobachten, ja, und sind ja auch nicht publiziert, sondern sind eben auf den Handys der Leute, die WhatsApp benutzen. Und deswegen ruft die Mobile Communication Database zu Datenspenden auf. Das können Sie selber auch machen, wenn Sie Lust haben, sich da selber zu beteiligen und einzubringen. Die Daten werden dann anonymisiert. Also Stella und Lotte heißen in Wirklichkeit anders und auch andere Dinge, die Rückschlüsse zulassen auf Personen wie Ortsnennungen, Zeitnennungen, Eigennamen und so weiter, die werden dann alle maskiert oder getilgt und deswegen ist es dann möglich, die Daten auch öffentlich zur Verfügung zu stellen. Also mein herzlicher Appell, wenn Sie Lust haben, sich da einzubringen, überlegen Sie doch mal, ob es den einen oder anderen Chat gibt auf Ihrem Smartphone, den Sie dort gerne spenden möchten. Genau, komme ich zum Fazit. Wir hatten gesehen, soziale Medien, die haben bestimmte Affordances und Constraints, die auch technisch bedingt sind, allein dadurch, dass die Algorithmen so nicht anders programmiert sind und die Plattformen eben bestimmte Funktionen bieten oder auch nicht bieten. Dadurch prägen sie auch den Sprachgebrauch, prägen also die Funktion und auch die Form von Sprache und Sprachgebrauch auf diesen Plattformen. Und da gibt es linguistisch einfach sehr viel zu entdecken. Ganz wichtig ist, dass es kein deterministisches Prägungsverhältnis ist. Also nicht so, dass wir gezwungen sind, dass wir automatisch jetzt plötzlich Internetsprache sprechen, wenn wir Social Media nutzen. Es ist nicht vorbestimmt, wenn es auch
wie gesagt, Modentrends gibt und bestimmte Ausdrucksweisen begünstigt werden durch das Setting. Ja? Also immer das schöne Beispiel, da, allein dadurch, dass wir Möglichkeit haben, Replies zu setzen und gegen Replies, also schnell in Interaktion zu treten, wird sowas wie interaktionsorientiertes Schreiben mit den entsprechenden sprachlichen Formen begünstigt. Wir können deswegen auch wirklich die Entwarnung geben gegenüber all den Skeptikern, die Angst haben, dass das Internet unsere Sprache bedroht. Wenn gesagt wird, dass die Schreibkompetenzen alle abnehmen, weil keiner mehr Interpunktion und Groß- und Kleinschreibung kann, weil die schreiben ja nur noch auf Social Media, bitte, wir müssen einfach hinschauen und müssen sagen, wo wird eigentlich wie gesprochen? Wo wird wie geschrieben? Und dass die Schreibkompetenzen, auch die Schreibnormen insgesamt bedroht werden oder korrumpiert würden durch Social Media, das ist definitiv nicht so. Wir müssten also sagen, das Internet differenziert das Funktionsspektrum von Sprache aus, auch von geschriebener Sprache. Also Dinge, die wir früher vor allem mit gesprochener Sprache getan haben, können wir jetzt auch mittels Schrift tun. Und dementsprechend brauchen wir auch neue Formen von neue Formen, auch neue Normen von schriftlichem Sprachgebrauch. Was wir aber sehr wohl festhalten müssen, und das als letzter Twist, natürlich können im Internet Menschen bedroht werden, mittels Sprache. Ja, denken wir an sowas wie Hate Speech, an Interaktionsformen wie Cybermobbing, Empörungswellen wie Shitstorms, also all die Dinge, die wir im Netz beobachten können und die möglicherweise auch beschleunigt, begünstigt werden durch die Affordanzen. Denken wir an sowas wie Sichtbarkeit, Verbreitbarkeit, eine gewisse Teilanonymität, die es eben ermöglicht, dass Menschen ins Visier geraten, sozusagen des öffentlichen Diskurses, wie wir es in Shitstorms beobachten können oder eben auch an Schulen im Cybermobbing. Das sind alles Dinge, die zu beobachten sind und die es ernst zu nehmen gilt und wo wir auch Modelle entwickeln müssen, auch Präventionsmaßnahmen entwickeln müssen. Insofern möchte ich hier kein allzu schönfärberisches Bild zeichnen von Social Media, aber dennoch ist es so, dass wir nicht sagen können, dass das Internet als solche das Böse ist, sondern es ist immer, sind immer noch Menschen, die aufbauend auf den Mitteln, die uns das Internet zur Verfügung stellt, böse Dinge tun. Und hoffentlich auch durch Aufklärung und Prävention davon abgehalten werden können. Mit diesem moralischen Appell möchte ich schließen. Das ist meine Literatur. Und ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao.